kein Adlige. Du gucken alle Adlige. Also Hintergrund Julia ist, ja, die Julia guckt so. Ja, die guckt so. Die schnackselt auch so. Hintergrund ist, dass wir hatten einen Zuschauerkommentar, der hatte sich was gewünscht, dass ich nämlich adlig mit einer bestimmten Frisur in die Kamera gucke. Haben wir nicht hinbekommen, aber es war jetzt der Versuch, trotzdem adlig zu gucken. Handfesteres gibt es gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist Gigatech, ich bin der Anselm und das ist der Tech täglich von morgen. So, Anselm bin ich heute, weil ich keinen Bock auf Geschichte habe heute mal. Ja, reicht auch mal. Mir ist auch warm und ich habe keine Lust, jetzt hier wieder irgendwelche Ausflüge in graue Vorgeschichte zu unternehmen. Aber wie so oft in den letzten Tagen sind das richtig schmucke Zuschauerkommentare gestern unter dem Tech-Tech gewesen. Und da werden wir einiges zu besprechen haben. Aber auch themenseitig ist einiges passiert. Und zwar gestern Abend gleich. Donald Trump, beziehungsweise Google hat abgewartet, bis der Tech-Tech vorbei war. Und dann irgendwie bei Reuters durchblicken lassen. Die haben das nämlich gemeldet, dass das Huawei Mate 30 Pro, also gibt ja ein Mate 30 und ein Mate 30 Pro, oder Frank, gibt es nur ein Pro? Nee, gibt beides. So ja, also dass alle Mate 30 Modelle jetzt wohl doch kein richtiges Android bekommen werden und entsprechend, also Android kann sich Huawei über OSP besorgen, aber vor allem eben keinen Zugriff auf Play Store und ähnliches, also diese ganzen Google-Services nicht haben wird, weil die Verlängerung dieser Gnadenfrist, die da Huawei gewährt wurde für 3 Monate, die gilt halt nur für bereits im Verkauf befindliche Geräte und nicht für solche Geräte, die vorgestellt werden. Heißt es jetzt, also sagt wohl eine Quelle bei Google, hat das Reuters erzählt. Und das wäre natürlich krass. Also weil, ja, das funktioniert dann irgendwie, dieses Gerät. Aber man muss sich halt ganz viel essentielle Apps, und das inkludiert halt auch so Sachen wie WhatsApp, weil die gibt es halt im Play Store und die gibt es zum Beispiel in Huawei's eigener App Gallery gibt es das nicht. Wegen der Sanktionen. Und das heißt, das muss man sich ja kompliziert als APK irgendwie drauf machen. Das ist halt... Also jetzt nur mal rein hypothetisch. Ja. Ich gehe davon aus, dass es reichen dürfte, sich entweder so ein APK-Paket irgendwie zu flashen, zu installieren. Klar. Oder du machst einfach Play Services und Play Store. Die zwei Apps und den Rest. Außer uns macht das ja keiner. Eben, außer wer macht das? Also das ist für ein Mainstream ist das keine taugliche Lösung. Nee, es kauft sich doch niemand neues Gerät und sagt, so, und dann bastel ich da erstmal an der Software rum. Ne? Aber wenn man eine schöne Anleitung im Netz dazu findet und das Ganze in 3 Minuten erledigt ist, dann ist es vielleicht doch ein bisschen, ist nicht ganz so schlimm. Aber ist auch scheiße. Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, es wäre ein herber Rückschlag für Huawei, wenn dieses Flaggschiffgerät, also das Gerät der zweiten Jahreshälfte für Huawei, eben mit diesem Handicap auf den Markt kommen müsste. Das ist jetzt alles noch nicht bestätigt. Das ist eine Sache, die Reuters, also die zuverlässig gemeldet hat. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich dazu kommt, durchaus gegeben. Huawei hatte zuletzt gesagt, wir setzen weiter auf Android. Wir haben zwar Harmony OS irgendwie in der Hinterhand, aber keinerlei Pläne, wirklich jetzt smartphone-seitig komplett auf Harmony OS zu gehen. Insofern, mal gucken, was da in letzter Sekunde noch passiert. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ihr könnt euch das im Detail und ohne Franks Zwischenrufe unter giga.de/Android nochmal durchlesen. Dann gute Nachrichten gibt es auch. Gute Nachrichten sind nämlich, es könnte sein, dass Besitzer des OnePlus 7 oder vielleicht noch mehr OnePlus-Geräten schon am 3. September, also an dem Tag, an dem Google selber offiziell Android 10 ausrollt auf die Pixel-Geräte, auch schon Android 10 bekommen. Krass. OnePlus will da wohl sehr schnell sein. Das Ganze basiert auf einem Bericht von PhoneArena. Die haben ein Chatprotokoll erhalten oder von Reddit sich gezogen. Und diesem Chatprotokoll nach hofft ein OnePlus-Mitarbeiter auf einen zeitgleichen Release. Also hat er wohl irgendwem gesagt. Und wir gehen davon aus, oder wir hoffen, dass schon am 3. September auch dieses OnePlus-Gerät, wir gehen davon aus, dass es um 7 oder 7 Pro, also Flaggschiffgerät halt ging, am gleichen Tag schon Android 10 bekommt. Das ist ja schon nächsten Dienstag. Ja, ist krass. Ich freue mich auch schon. Mein Pixel kriegt dann auch. Wobei, Android 10 bringt ja gar nicht so viel Neues. Ne? Langweilig. Nur noch mehr Material Design. Ja, Material Design ist geil. Das liegt jetzt nicht so fern, dass das passieren könnte, weil das OS, das ist ja fast reines Android, was auf den OnePlus-Geräten zum Einsatz kommt. Ne? Wie heißt das? Wie nennt sich das? Oxygen. Ja, also da gäbe es jetzt nicht viel anzupassen. Insofern könnte das natürlich schon sein, dass dann wirklich sehr, sehr zeitnah, vielleicht wirklich am selben Tag, schon erste OnePlus-Geräte auch mit Android 10 versorgt werden. Während wahrscheinlich Besitzer von Geräten von diversen anderen Herstellern dreiviertel Jahr warten, bis sie Android, wenn überhaupt, Android 10 bekommen. Stehen sich die Beine in ja, Bauch. Ja. Wund stehen die, Wolf stehen die sich. Stehen sich ein Wolf? Ja, die stehen mit Wolf stehen. Das ist aber ein schiefes Bild. Ja, wenn du immer so hin und her so. Das gibt's ja nicht.
Schöne Bilder, geht ja nicht um schön. So, nächstes Thema. Gira.de/Apple jetzt. Und zwar hatte Apple ja Anfang August sozusagen das Abhören von Siri-Mitschnitten durch Menschen eingestellt. Da kam halt raus, wie bei einigen anderen auch, ich glaube bei Amazon gab es auch, sondern bei Google auch, dass da Angestellte von Subunternehmen, also noch nicht mal von Apple selber, halt irgendwie den ganzen Tag sich so Mitschnitte anhören und die auswerten. Vorgeblich natürlich immer mit der Maßgabe, um die Sprachlernfähigkeiten dieser Assistenten, also Siri in dem Fall, zu verbessern. Ganz oft haben dann eben auch einzelne Mitarbeiter, die sich dann gemeldet haben, gesagt, hier, ich habe halt hier auch irgendwelche Gespräche mitgehört, die aus Versehen ausgelöst, also wo das Mithören aus Versehen ausgelöst wurde, und dann habe ich Drogendeals mitbekommen oder Sex von Leuten oder so. Und dann hat, weil das dann ein großes Thema natürlich war, hat Apple gesagt, ja klar, das geht alles gar nicht, wir stellen das jetzt erstmal ein. Ab jetzt wird hier nichts mehr mitgehört. So, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Werden die nicht ewig aufhören, damit zu hören? Ich meine, irgendein Grund muss es ja haben, dass sie diese Sprachassistenten unter das Volk bringen wollen. Und jetzt haben sie sich dazu geäußert, in einer Pressemitteilung, haben sie drei Schritte gesagt. Also erstens, sie machen weiter jetzt wieder, aber sie werden keine Audioaufzeichnung von Siri-Interaktionen mehr speichern. Sie werden nur noch computergenerierte Transkripte speichern, also Abschriften quasi dieser Audio-Files, die aber auch nicht von einem Menschen abgeschrieben wurden, sondern von einem Computer. Zweitens soll es ein Opt-in geben. Das heißt, als Nutzer muss ich aktiv sagen, ja, ich möchte, dass meine Aufzeichnungen von einem Computer transkribiert und danach ausgewertet werden, weil ich möchte, dass Siri besser wird. Das kann man machen, wenn man denkt, das nützt was. Und kann man auch noch per Opt-in entscheiden, wenn man möchte, dass nur Apple-Mitarbeiter auch diese Audioproben, es gibt jetzt doch Audioproben? Ich dachte, es gibt keine Audioproben mehr. Irritierend dargestellt in dieser Pressemitteilung. Würde ich mir auch sagen. Ne? Ja. Der erste Schritt widerspricht sich nämlich ein bisschen. Wir lassen jetzt nur noch Computer transkribieren, damit wir Computer verbessern lassen können, das ganze Produkt. Ja. Also das ist ein bisschen irritierend. Vielleicht noch so eine Sache zum Verständnis, wenn ihr sagt, ja, aber dann, selbst wenn es abgeschrieben ist, die wissen ja trotzdem, dass ich es gesagt habe, nein, es soll wohl unter einer zufällig generierten ID gespeichert werden, die nicht mit der Apple-ID identisch ist. Also theoretisch soll man diese Transkripte nicht euch als Nutzern zuordnen können. So, jetzt gibt es aber im Kleingedruckten gibt es noch mehr Sachen, die uns irritieren. Da steht nämlich, übersetzt, standardmäßig speichert Apple keine Audiodateien ihrer Siri-Anfragen mehr, beginnend mit einer zukünftigen Softwareversion im Herbst 2019. Computergenerierte Transkriptionen ihrer Audioanfrage können zur Verbesserung von Siri verwendet werden. Diese Transkriptionen sind bis zu 6 Monate lang mit einer zufälligen Kennung, sagte ich gerade, nicht mit ihrer Apple-ID verknüpft. Jetzt Achtung, wenn Sie nicht möchten, dass die Transkriptionen Ihrer Siri-Audioaufnahmen beibehalten werden, können Sie Siri und Diktieren in den Einstellungen deaktivieren. Also da heißt es jetzt wieder, wenn ihr wirklich sicher sein wollt, dass da nichts gespeichert wird, müsst ihr die Siri abschalten. Ja. Ach, Siri komplett? Siri und Diktieren in den Einstellungen deaktivieren. Warum wollen die denn nur die Text-Files speichern? Das man weiß es nicht, man weiß es nicht. Mega keinen Sinn. Liebe Unternehmen, seid doch bitte so ehrlich und sagt, wir können die Produkte nur weiterentwickeln, wenn ihr uns erlaubt, dass wir eure Sprachsamples... Das machen sie ja. Deswegen gibt es ja diese Opt-in-Option. Ja. Aber doch nicht. Also dieses, kein, das ist doch total, kein Unternehmen, totales Wirrsinn. Kein Unternehmen guckt tagtäglich. Nee, die sollen doch, die gucken das alle. Doch. So, wir gehen mal weiter. Wenn man Opt-in... Also man sollte per Default aus sein und dann sollte man sagen können, ich möchte, dass mit meinen Audioaufnahmen das Produkt verbessert wird, und wenn die mich mal beim Drogendealen belauschen. Aber Frank, das habe ich doch gerade vorgelesen. Genau das machen sie doch eigentlich, theoretisch. Nee, aber da steht doch, dass es Opt-out ist. Nein, Opt-in. Da steht. Zweitens können Nutzer per Opt-in selbst entscheiden, ob sie zur Verbesserung von Siri beitragen möchten. Und hier steht, da habe ich mich ja nur, war ich nur irritiert, weil da steht drittens, wenn sich Kunden per Opt-in entscheiden, ausschließlich Apple-Mitarbeiter Audioproben. Da hatte ich mich nur gewundert, wo die Audioproben herkommen. Ich dachte, es gibt keine Audioproben mehr, die überhaupt Mitarbeiter hören, weil alles transkribiert wird. Das hatte mich irritiert. Aber es ist Opt-in. Aber nur bei Apple. Ja, erstmal jetzt nur bei Apple. Sollen es auch die anderen so machen? Ja, kommt ja vielleicht noch. So, noch mehr von Apple. Nämlich, Apple hat sich mal wieder ein kurioses Patent gesichert. Und zwar geht es um die Zukunft vielleicht der Tastatur, wobei ich noch nicht ganz verstehe, was daran jetzt besser ist. Also, klassisch funktioniert eine Tastatur, also bis auf sehr sophisticated mechanische Unterschiede in diesen Tastaturen, dadurch, dass durch Drücken der Taste wird ein Kontakt hergestellt, dadurch fließt Strom und dadurch weiß der Computer, A, es wurde jetzt B gedrückt oder X.
So, und Apple hat sich jetzt was patentieren lassen. Da wird, da ist, fließt unter den Keys, unter den Tasten sind Lichtstrahlen. Und die Tasten haben an der Unterseite sozusagen wie so eine Schleuse, also wie so ein, wie so ein Nöpsi. Und wenn ich die Taste runterdrücke, dann blockiert der Nöpsi diesen Lichtstrahl. Und durch das Unterbrechen des Lichtstrahls weiß der Rechner dann, welche Taste gerade gedrückt wurde. Dann darf aber am Nöpsi nicht noch irgendwelcher Schmodder dran sein. Sonst blockiert er vielleicht schon vorher. Ja, aber Tastaturen, die sammeln ja auch. Also deswegen, ich sag ja auch, ich verstehe das jetzt noch nicht so ganz, was das jetzt bringen soll. Also ja, wir im Artikel, der Holger hat den Artikel geschrieben, der sagt, ja, zum Beispiel könnte man sich dadurch sozusagen das extra System der Tastaturbeleuchtung sparen. Das wäre ja dann eh schon da. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt sinnvoll ist, deswegen dieses ganze Prinzip, wie Tastaturen funktionieren. Aber wenn man dann eine Taste runterdrückt, wirft die dann nicht auch Schatten auf andere Tasten? Ja, Schatten, eben, weiß Schatten. Ich nicht. Robert will was sagen. Was Robert kennt sich aus. Ist das jetzt nur ein optischer Switch oder was? Ja, also das hier steht. Razer auch schon. Ah, Razer hat das schon. Okay, zu spät. Hat Razer auch schon, sagt er. Apple zu spät. Razer, Apple zu spät, Razer hat das schon. Was ich auch nicht verstehen kann, dass die Butterfly-Tastaturen, die sind doch schon perfekt. Warum wollen sie denn da noch was Neues machen? Ja, gut, das schreibt der Holger schon auch, dass Apple patentiert sich gerne mal irgendwelche Sachen. Das muss nicht heißen, dass das so kommt. Kann auch vielleicht einfach nur. Eine Finte. Ja, vielleicht wollen sie irgendwie Geld von Razer oder sowas. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir alle schnell optische Tastaturen und dann. Nichts funktioniert, nur Apple so, unsere funktionieren. Ja. Und nämlich der eigentliche Mechanismus, den haben sie aber bis jetzt nur in den Labors und noch gar nicht patentieren lassen, ist, du drückst auf die Taste, dann innen drin ist ein Nupsi und der kitzelt einen Kobold und der Kobold schreit dann dem Monitor zu. A! Ah, und dann wird auf dem Monitor ein A hingemalt, weil da ist nämlich auch noch ein Kobold drin, der das A da hingemalt. Wer hat da eigentlich Frank schon wieder entdeckt, täglich gelassen? So, letztes Thema des heutigen Tages. Mein Kollege Robert hat sich mal die Gaming-Angebote im aktuellen Aldi-Katalog. Ja, das passt. Aldi-Katalog Gaming. Da gibt's gerade Gaming. Katalog heißt das nicht? Heißt das nicht eigentlich? Prospekt. Hier steht Katalog. Aldi-Katalog im Technikcheck. Das sind die besten Gaming-Angebote. Nein, da steht Katalog. Könnt ihr bitte eure Keyword-Probleme nach dem Tech-Täglich besprechen? Sehr dicker Prospekt. Ja. So, also auf jeden Fall hat der Robert sich da zwei Produkte rausgesucht und die für euch angeschaut. Und das eine ist ein Mittelklasse-Gaming-PC für 1000 Euro, der Medion Eraser. Achtung, jetzt wird's geil. X67128. Der ist gut. Sagt der Robert. Der ist gut, wenn man WQHD spielen will, mit hohen Grafikeinstellungen, ist ein solider Rechner, hat RTX 260, also kann auch ein bisschen Raytracing, 2060 und ist schon in Ordnung. So, und dann hat, ja Frank? Der Traced Up Rays. Ja, und dann hat Robert noch das Medion Eraser P15805 Gaming Laptop. Das bewertet er noch besser. Das ist nämlich, sehr potent und kostet nur 999 Euro. Einzig, wir konnten keine Info zum Akku finden. Wir wissen nicht, wie lange der Akku hält, gehen aber davon aus, dass der jetzt nicht ganz scheiße sein wird. Und es ist kein 144 Hertz Display verbaut. Aber ansonsten ist das ein richtig geiles Gaming Laptop. Also nur 60 Hertz. Oder was? Nee, das wissen wir nicht. Was? Ach so, 60, ja. 60. Ja, mehr braucht man nicht. 60 reicht. Mehr kann kein Mensch wahrnehmen. Ja, genau. So wie Retina. So, das war die Idee. Also ihr guckt euch das unter giga.de/tech. Vielleicht ist ja der Desktop oder der Laptop-Rechner. So als kleiner Anreiz, das sieht auch wirklich aus wie so ein Gaming-Laptop und Desktop. Also wer das... Ne, wobei, ich finde, das Gaming-Laptop sieht relativ dezent aus. Du siehst aus, ja die Rückseite nicht. Ja, aber bestimmt Rückseite dezent. Rückseite ist wie ein Alien-Raumschiff. Der Desktop-Rechner sieht schon hart nach Gaming-PC aus. So, das waren die Tech-Themen des heutigen Tages. Und jetzt schauen wir in die Zuschauerkommentare. Und da fangen wir an mit der Umfrage. Wir hatten ja die Umfrage, was war die Umfrage nochmal? Warte, ich kann nicht gucken. Umfrage war, wie wird das Google Pixel 4 entsperrt? Genau, wir hatten ja die Befürchtung, dass eventuell kein Fingerabdruckscanner drin ist. Wie wird das entsperrt? Ekligste Antwort war noch nur 6% für Zehenabdruck. 9% sind der Meinung Capture. Aber so eins, wo dreimal immer wieder das gleiche Bild kommt. So, ah, jetzt nochmal hier LKWs. Also Ampeln. Brücken, ja, Brücken. Markiere alle Bilder, wo eine Brücke. Also wer gerne auf Erwachsenenseiten unterwegs ist, der kennt diese Captchas. 13% einfach durch den Befehl Sesam, öffne dich. 22%, das kenne ich nicht, Frank. Ist das ein Meme oder was? Oder was? 8 gleich D? Was heißt das? Das ist ASCII-Art. ASCII-Art. Das soll etwas darstellen. Ah, verstehe. Ja. Ja. ASCII-Art. Damit wird es geöffnet. Und die meisten, 47%, glauben, dass Pixel 4 wird einfach per Faxantrag entsperrt werden. Toll.
Danke fürs Mitmachen. So. Guck mal hier, ich finde das auch schön, hier auf diesem Bild sieht man, wie Laura gerade Laura guckt während des tagtäglich, krass. Voll Inception. Ja. So, dann hatte ich ja gestern gesagt, wie auch heute, Frank nervt und bitte, es soll niemand irgendwie sich darüber freuen, dass Frank jetzt im Tagtäglich war. Hat natürlich keiner gemacht, sondern Andy K. schreibt, nett, dass Frank wieder beim Tagtäglich dabei war. Sorry, Armageddon. Na gut, hat auch noch 7 Daumen hoch dafür bekommen, fast mehr als der ganze Tagtäglich. Warte mal, jetzt hatte ich aber noch einen, jetzt ist nicht mehr meine Kommentare. Gern übertreibt es Wolfgang Zara auch noch, indem er schreibt, ich will Frank jeden Tag sehen. Und richtig auf die Spitze treibt es Guido Schenk, der schreibt, könnte Frank auch mal alleine moderieren, das wäre toll. Frank, morgen, ja? Morgen machst du mal alleine. Mhm. Ja, nee, will er ja nicht. Alleine traut er sich nicht. So, hier, dann. Mal, ich sehe gerade die Antworten auf diesen Kommentar. Psyana hat geschrieben, hat er schon mal gemacht, ist aber ewig her. Und dann sagt Guido noch mal, dann muss er das noch öfter machen, damit er mehr Erfahrung sammeln kann. Das würde ihm allerdings gut stehen. So, jetzt zur Erklärung dieses irritierenden Intros vorhin. Und zwar hat No Techies geschrieben, ich bin dafür, dass Armin, wie heißt der Kerl nochmal, statt des gesprochenen Intros sich einfach selbige Haarpracht wie die Kollegin hinter ihm zulegt und dann adeligen Blickes in die Kamera starrt. Das wäre mal was. Das wollte ich machen. Ich habe mir das sehr einfach vorgestellt. Also ich starre so. Wir fotografieren Laura, schneiden ihre Frisur aus und batschen die dann so schlecht in das Intro rein. Serbien hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Wenn, dann machen wir jetzt Greenscreen. Dann habe ich gesagt, nee, das ist mir zu aufwendig und deswegen ist das Intro rausgekommen, das ihr heute gesehen habt. Wenigstens die visuelle Idee nochmal geschildert. Genau, damit genau, das kann man sich jetzt vorstellen. Ja, so, dann hatten wir gestern die neue Rubrik Gigabyte vorgestellt, wo Frank hilft. Frank völlig offensichtliche Tipps einfach nochmal unter das Volk bringt. Alter, jetzt aber hier. Und richtig geroastet heute. The Dude hat noch eine Idee für eine gute Rubrik, und zwar neue Rubrik Gigapunkt Bitte mit Wünschen ans Unternehmen. Das fände ich gut. Das machen wir immer. Giga Bitte, und dann schreibt ihr einfach mal, was ihr euch so wünscht. Toll. Macht Frank auch morgen. Na, vor dem tagtäglich. Dann gab es gestern ja einen tollen Musikwunsch, nämlich die deutsche Nationalhymne. Und Bernd Kammer hat das gut gefallen. Hat geschrieben, der tagtäglich Musikwunsch schon heute war super. Da ist mir doch glatt die Einhorntasse aus der Hand gefallen. Und ich frage mich, wer konnte mitsingen? Frank und ich. Hört man am Ende. Wir summen zumindest mit. Wir können aber auch ein bisschen Text noch von dieser tollen Hymne. Dann hat Ast Möff sich ein bisschen beschwert und sagt, mir fällt auf, dass ihr oft Kommentare von Bierslang vorlegt. Ja, er kommentiert vorlegt. Aber halt auch alles. Ah, ich reg dich doch nicht. Also, nein, ich finde das ja toll. Ist doch unfair gegenüber den anderen, oder? Ist ein bisschen komisch, gehört er zur Redaktion? Nein. Der Bierslang gehört nicht zur Redaktion, wie Frank schon sagte, der ist halt treuer Zuschauer, der kommentiert oft und kommentiert oft auch interessante und sinnvolle Sachen und deswegen nehmen wir ihn rein. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir bei der Auswahl der Kommentare gucken, oh, wen hatten wir letzte Woche und wer darf jetzt nicht schon wieder, sondern ich gucke einfach, welche Kommentare ich nice finde und dann nehme ich die da rein. So wie deinen heute, den fand ich auch schön und den habe ich gerne beantwortet. Danke. Dann ging es um meine Ausflüge in die Geschichte und da hat sich der Tom Gotthard gemeldet und meint, ich glaube, ich hatte ihn auch schon mal, nicht, dass wir für uns arbeiten. Es gibt nicht nur das Gilgamesch-Epos, sondern bald auch das Amir-Epos. Und als ehemaliger Geschichtsstudent bin ich besonders kritisch. Den attischen Seemund habe ich auch mal als NATO der Antike mit. Richtig, sehr gut. Der attische Seemund ist quasi ein bisschen so wie die NATO der Antike. Tja, und jetzt schaue ich tagtäglich. So ist das, wenn man Geschichte studiert hat. Ich mache tagtäglich. Was war denn dann der Warschauer Pakt der Antike? Persisches Reich. So, dann, ja, was? Ich finde mal halt lustig als. Ja, ist lustig. Historiker. Ja, als Historiker ist das sehr lustig. Historikerwitz einfach. So, und dann verabschieden wir uns heute mit einem Kommentar von Floma, der einfach nur schreibt, richtig saftig. Geil, ja, so sehe ich den Text auch. Richtig saftig und deswegen gibt es heute als Musikwunsch Alexa-Spiele Saftig von Blumentopf.